Kanal drüber. Und allgemein behauptet, ich hätte den Olympia-Film im Auftrage der deutschen Regierung oder im Auftrage von Dr. Goebbels oder im Auftrage von Gott irgendjemand gemacht oder von Hitler. Hitler hatte mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Er war sogar, wie man mir gesagt hat, bitter enttäuscht, dass ich den Olympia-Film gemacht habe, weil er lieber gehabt hätte, ich hätte andere Filme gemacht. Denn Hitler selber war an den Olympischen Spielen zuerst jedenfalls nicht interessiert. Es hat ihm wohl nicht gefallen, dass da die schwarzen Athleten großartige Kämpfe gewinnen. Nach einem Jahr